Hi, hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir, Bastian, dem Wohnprinzen. Erstmal möchte ich kurz etwas zu dem letzten Video sagen. Ja, da stand ein komplettes Kamerateam hinter der Kamera und ich war sehr, sehr aufgeregt. Also nimmt es mir bitte nicht übel, ich habe es auch extra nochmal gesagt. Das ist das Schöne daran, ich bin nicht perfekt und ich bin glücklich darüber, nicht perfekt zu sein. Ihr seht es, ich sitze in meinem Schlafzimmer, weil es mir momentan nicht so gut geht. Also auch heute wird mir wahrscheinlich nicht das Konfetti aus dem Arsch platzen. Und ich werde vielleicht nicht ganz so laut sprechen und nicht so, weil ich seit gestern Abend einen Migräneanfall habe. Das Problem ist aber, ich habe euch das Versprechen gemacht. Das Versprechen ist kein Problem, sondern die Tatsache, also das Versprechen, dass ich jeden Montag ein Video hochlade. Wir haben jetzt Freitag und ich habe schon seit 2 Tagen diese blöde Migräne und ich habe Montag das wahrscheinlich wichtigste Shooting, Fotoshooting in meinem bisherigen Leben. Ich blende euch mal hier das Outfit ein, was ich dafür schon mal geshoppt habe und da wurden schon ganz viele andere für mich ausgesucht. Das Fernsehen wird mich begleiten zu diesem Shooting, weil es eben was sehr Besonderes für mich ist. Die begleiten mich dann wieder ein paar Tage und ich habe jetzt schon einige Tage mit einem anderen Kamerateam gedreht. Das wird wohl Ende Februar veröffentlicht. Also liked meine Facebook-Seite. Ich verlinke euch Facebook, Twitter unten in der Infobox. Geht rauf, werdet Fan meiner Facebook-Page, dann werdet ihr die Ausstrahlung auf keinen Fall verpassen. Und deswegen drehe ich jetzt das Video. Und zwar ist das was ganz Besonderes. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, sondern habe letztes Jahr vor Weihnachten, es war keine Weihnachtspost, sondern einfach nur so ein Paket bekommen von Sweet Mom Sell. Und dachte ich, da ist jemand, der hat einen Online-Shop und der möchte, dass ich seine Produkte reviewe. Und seid mir nicht böse, wenn das jetzt etwas negativ klingt. Ich möchte euch erklären, warum das so ist. Ich bekomme so viele Anfragen von irgendwelchen Firmen und Marketingagenturen, die sagen, ja, hallo lieber Blogger und wir haben Produkt XYZ und das ist ganz, ganz toll. Und das Tollste ist, du darfst darüber ein Video drehen und zwar kostenlos. Denke ich so, Moment mal, wenn ich Videos mache zu Produkten, die mir gefallen, dann mache ich das von mir aus. Und wenn es eine Kooperation mit einem Unternehmen gibt, wo ich irgendwie Sachen gesponsert bekomme, dann ist das okay für mich. Und wenn ich, was ich ja sowieso tue, mit meinen Videos Geld verdiene, umso besser. Aber diese Flut an E-Mails, diese unverschämten E-Mails, wo es einfach nur darum geht, ich will kostenlose Werbung von dir, mach jetzt mal ein Video dazu, die lässt mich oder die hat mich so ein bisschen abgestumpft und im Nachhinein finde ich das eigentlich sehr, sehr schade, weil ich so mit Produkten, die tatsächlich gut sind, keine Chance gegeben habe und das möchte ich jetzt mal ändern. Ich habe von Sweet Mom Sell ein Paket bekommen. Das ist ein kleines Päckchen. Und ich dachte so, schon wieder so ein Paket, bitte mach Werbung für meinen Online-Shop. Ich möchte, dass du ganz viel Werbung dafür machst, damit ich ganz, ganz viel Geld verdiene. Und das ist die liebe Silke, die hat mir aus ihrem Davanda-Shop, den verlinke ich euch mal in der Infobox, Tarts. Sie macht Tarts selbst. Und ich dachte so, ich habe es mir erst durchgelesen. Ja, Duftwachs-Junkie und inspiriert von den Amerikanern stelle ich nun selbst meine Wachstarts her. Da dachte ich, okay. Ich habe ein paar zum Schnuppern mitgeschickt. Gerne kannst du auch welche, bla 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 bla, tralala. Und man kann ja mal was verlosen und so, finde ich auch okay. Und das möchte ich auch, liebe Silke. Ich erwarte jetzt von dir quasi, weil die Produkte sind so geil. Ich spanne euch auf die Folter. Ich möchte bitte, dass du mir aktuelle Produkte von dir regelmäßig zuschickst, weil ich finde die absolut geil. Und zwar sind es Dufttarts und sie macht so tolle Sachen. Hier haben wir zum Beispiel Pumpkin Crunch Cake. Und sie macht das so süß. Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie gut die Sachen aussehen. Das ist zum Beispiel Duftwachs für die Lampe ohne Wasser. Ne? Hier so schön aufgeteilt, dass man das brechen und dann in die Duftlampe packen kann. Jetzt kriege ich es nicht auf, doch hier. Und die Sachen, oh Gott, das riecht so gut. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Alles riecht authentisch und gut und es sind hochwertige Öle. Und es sieht so schon mal sehr süß aus. Sie gibt sich echt Mühe mit diesen mit dem Aussehen ihrer Produkte. Zieht euch mal rein, wie das glitzert. Ich meine, bitte, bitte. Das ist zum Beispiel Christmas Cookie und das riecht alles, oh, es riecht so lecker und ich kann es kaum erwarten. Also ich glaube, ich werde jetzt erstmal, bevor ich meine anderen Tarts aufbrauche, diese jetzt erstmal nehmen, weil, ach, jetzt kriegst du den nicht auf. Oh, es riecht so lecker, es riecht wirklich, wirklich gut. Dann hat sie hier noch Sugar Cookie Cremant oder Cremant Marsh. Was? Marshmallow? Habe ich gar nicht gelesen. Gerade war es hier, aber macht auch nichts. Das riecht wirklich nach Sugar Cookie. So sehen die aus, so ganz kleine schmelzende Wachstarts. Und die riechen so, so gut. Also, wenn sie Duftkerzen machen würde, dann
könnte das Konkurrenz werden. Aber ich mache demnächst, gibt es eine neue Aktion von mir mit ein paar Lieblingsduftkerzen von mir. Pink Peppermint Noel. Auch so ganz klein und süß. Also man merkt wirklich, hier ist jemand, der sich einen Online-Shop aufgebaut hat mit Produkten, die mit Liebe gemacht sind. Und es riecht tatsächlich nach Pfefferminze. Und zwar lecker. Ich mag eigentlich gar keine Pfefferminze, aber das finde ich wirklich gut. Minze in nur ganz, ganz seltenen Fällen. Und in diesem Fall ist es so. Also wie gesagt, ich will gar nicht so sehr hier einen Hype auslösen. Vielleicht wird es ja sogar ein Hype. Aber Sweet Mamsell, ich liebe deine Produkte, Silke. Sie haben mich sofort geflasht. Ich dachte, wie gesagt, so auch schon wieder eine Review soll ich machen. Wie du schon geschrieben hast, du bekommst wahrscheinlich 10.000 Review-Anfragen. Es ist tatsächlich so. Und du hast mir jetzt einfach deine Produkte mitgeschickt. Das war natürlich dein Vorteil, weil ich habe gedacht, ach, riech mal. Als ich es gerochen habe, habe ich einen Orgasmus bekommen. Ach, was ist das denn? Pink Sugar. Das riecht gut. Also, jedes Produkt, was sie mir mitgeschickt hat, Christmas Tree. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich mag keine Tannendüfte. Aber das ist nicht typisch Christmas Tree. Silke, das riecht wie frische Weihnachten. Wie ein frischer Weihnachtsbaum riecht das. Also wirklich toll. Jedes ihrer Produkte hat mich begeistert. Und deswegen gibt es von mir einen Shoutout, liebe Silke. Du darfst mir gerne mal ein Fotobild zusammenstellen mit ein paar Produkten, die ich an meine Zuschauer verlosen darf. Diese hier will ich alle ausprobieren und werde dann vielleicht noch mal ein Video dazu machen oder meine Meinung dazu geben, wenn du mir deine nächsten Produkte zugeschickt hast. Also ich bin ein Fan von dir, Sweet Mamsell. Ganz, ganz tolle Dufttarts, die wirklich mit Liebe gemacht sind. Ich bin super, super begeistert und ja, Link ist in der Infobox. Dann noch mal ein kurzes Thema anschneiden. Anleitung zum Glücklichsein. Ihr habt mich gefragt, Basti, warum bist du immer so positiv? Und gerade jetzt, wo ich es nicht bin, möchte ich euch mein Lieblingsbuch vorstellen oder empfehlen, was mir geholfen hat. Buddhas Anleitung zum Glücklichsein aus dem GU Verlag. Kostet 14,90 Euro. Ich gucke mal, was auf Amazon kostet und verlinke euch das. Da geht es zum Beispiel auch um Achtsamkeit. Achtet auf euch, lernt euren Körper besser kennen, die Signale eures Körpers. Und es sind so viele verschiedene Dinge drin, wie zum Beispiel Vertrauen in sich selbst, Inseln der Ruhe im Alltag finden. Also wie kann man es schaffen? Ich schaffe es in 5 Minuten, mittendrin, wenn ich im Stress bin, kann ich es schaffen, in 5 Minuten mich selbst zu beruhigen und runterzuholen, sodass ich entspannt bin. Ein Freund von mir hat einen Führerschein gemacht, war total aufgeregt und ich habe einfach mal geguckt, was kann ich jetzt machen, um ihm zu helfen, diese Aufregung zu nehmen. Ein bisschen was Lockeres gemacht, was Lustiges und dann einfach mal entspannt. Und da sind super Tipps drin, wenn ihr genauso unentspannt seid wie ich und ihr euch wünscht in euren Alltag einfach mal ein bisschen mehr Selbstruhe oder Ruhe und Selbstvertrauen und Achtsamkeit für sich selbst zu bekommen und ein bisschen glücklicher zu leben. Weil glücklich sein, das ist kein Wunsch, das ist eine Einstellung. Und das kann man sein. Wenn man glücklich sein will, kann man es schaffen. Es kommt natürlich auf die Lebenssituation an, in der man sich befindet. Manchmal ist das so schwer, dass man alleine das nicht schafft. Aber dieses Buch ist empfehlenswert. Ich empfehle es euch, verlinke es in der Infobox. Und zusammen mit ein paar lecker Dufttarts könnte das ein geiler Abend werden. Also Leute, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib mir Daumen hoch. Und natürlich werde ich auch weiterhin dann mal den Produkten von Zuschauern Chance geben, wenn sie mich überzeugen und hier vorstellen. Ich hoffe, dass euch das gefallen hat. Wie gesagt, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Schreibt einen Kommi und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Euer Wohnprinz Bastian. Ciao, Leute. Aber heute geht es um ein Do-It-Yourself und zwar um ein frühlingshaftes Do-It-Yourself. Ich habe euch versprochen, dass es heute am Montag, jetzt gerade bin ich in Berlin,